Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit dem Adcrafter27, dem Hallo. Murdoch3338. Moin. Und der Mistkäfer. Genau. Murdoch ist heute auch mal mit dabei. Jo. Wo ist denn Gleis 2? Das ist da oben. Ja, aber da ist nochmal ein Zug, oder? Ja. Ah, der fährt gerade. Was? Muku Farm oder Muku Farm? K. Kumu Muku Farm? Farm. Kumu Farm? Egal. Verkabelt haben wir alles, oder? Ja. Genau, die Massentierhaltung war da irgendwas, gell? Genau. Schäftig. Ich werde gleich alles mitnehmen fürs Ritual. Das Ritual. Wie es dann schon Das klingt. Ritual, was der die Zeremonie? Zeremonie, der hat Kühe. Wir müssen den Gott anbeten. Genau. Aha. Das Ritual bauen wir da oben mal hin. Bauen wir zuerst das Ritual mal. Mal weiter weg hier. Was wird das denn für ein Ritual, Ed? Für Soul Shard. Um letztendlich einen Kumumu-Farben-Spawner zu Spawner bekommen. zu machen. Damit kann man Spawner bauen. Ah, okay. So, jetzt erklärst du uns das alles. So. So, also Netherrack. Ich weiß gar nicht, ob das so geht schon. Ein Glowstone und eigentlich mit einem Diamant-Rechtsklick. Mal testen, ob das geht. Geht nicht, okay. Dann brauchen wir noch den Endstone. Glaube, der war damals, ich glaube, nicht so wichtig. Dann muss das gehen. Und damit ein Diamant-Rechtsklick. Genau. Ein Soul Shard. Aha. Ach so. Zack. Okay. Und wenn du den jetzt in deiner Leiste hast und damit Ja. ein Mob tötest, dann steht da eine Kills 1. Und wenn du 64 davon getötet hast von den Tieren, 64, dann steht eine Tier 1. Und Tier 1, dann kannst du die Mobs spawnen lassen. Aha. Das machen wir eben Musst jetzt ja bei den immer das Kühen. gleiche Tier töten. Wer macht denn die Kühe mal? Ja, keine Ahnung, du. Schauen wir uns das Ganze erstmal an, was wir dort hinten fabriziert haben. Ja, ich habe das ja laufen lassen. Ist das laufen lassen? Ja. Wir haben jetzt Genau. auch noch diese Boarding-Tracks hier Locking-Tracks liegen hier gemacht, damit das Ganze jetzt auch funktioniert. Irgendwas steht da schon wieder. Ja, wir sterben alle. Und das ist Nein. das Machtwerk von Genau. Shefty. Wir haben es ein bisschen laufen lassen. Ein bisschen. So, wie viele Ui. sind das? Das sind alle meine Schätzraten. Ich würde so Ja, ich sag's. sagen 150. Ich sag unter 100. Einer ist 100. Wer du? Ja, ich sag so um die 200. Nee. Ja, zwischen 100 und 200. Also sagen wir 150. Also gleich bis Sascha auf der. Achso, das hat auch 150? Ja. Dann sag ich 100. Das habe ich auch schon. Achso, 200. Ich glaube, kleiner ist 100. Das ist 100 oder kleiner. Dann sag ich 200. Ist zwar ein Okay, bisschen zu passt. viel, aber. Du sagst schon, dann nimmst du das Soulshard in die Dings oder Murdoch, wer auch immer er will. Ja, Egal. du kannst gerne. Nein, mach du. Bitte mal. Ich mach. Also kannst du mal unten nur in die Leiste tun. Genau, dann eine gute. Und dann schau mal, ob dein Stern. Die Kills einstellen. Bound to call Kills 1. Genau, jetzt das steht. Dann schauen wir mal, wie viel sind. Gut funktioniert, ja. Das war's kaum zu sehen da drin. Weil wie ich einfach nur Linksklick mache hier und da fallen die ganzen Kühe um. Da eine Kuh wollte abhauen. Tante Emma. Doch mehr als erwartet. Leider, weil du hier beschäftigt bist, können wir nicht weiteres haben. Guck mal, immer das an. Ich bin beschäftigt. Ich darf Tiere töten. Ach, ist das schön. Ich wollte schon immer Tiere töten.
Also, wir sind schon bei 75. Das wird weniger. Ich bin mal gespannt, halt. Damit kannst du aber fast alles machen, auch Endermans und... Ja, Enderman weiß ich nicht ganz genau, aber zum Beispiel Zombies, Skelette, können wir auch eine Mumpfang damit bauen. Aha. Das spawnt halt dann alle paar Sekunden ein Tier. Kommt eben drauf an, wie viele du davon schon umgebracht hast. Genau, die du brauchst eben mindestens 64. Ja. Weil ich bei 64 noch nicht sicher bin, ob dann überhaupt was spawnt, das lass zwei über, bitte. Das war der falsche Block. Du wirst schon, So, eine noch. So, wie viel hast du getötet? Wir sind bei 136. Tier 2. Sascha gewonnen, ey. Ja. Gratulation. Gratulation. Habe ich natürlich ja alles wieder Schrott gemacht. Dann habe ich da so ein ewig da. Empty Soul Cage. Du lass mich raus. Machen wir uns jetzt mit diesen Schadreflektoren noch. Ja, warte mal. So. Da. So, ach, jetzt hat er die Textur an der Seite gekriegt. Und jetzt Redstone-Signal. Weiß nicht, was warten. Der ist ja noch empty. Der hat sich empty drauf getan. Ja, hab ich. Warum bauen da jetzt nicht? Achso, wir brauchen wahrscheinlich Tageslicht, deswegen. Dann ab ins Bett. Der Rucksack, nach Auslauf. Das kann sein, dass die nur am Tag spawnen. Okay. Ich glaube, bei 64 kann man die nicht mal abschalten. Das ist schon Tier 2. Okay. Ja, geht glaube ich auch nicht. Ich glaube, erst ab Tier 3 oder 4 geht das. Ja, es geht ja bis Tier 5 irgendwie. Ich kann nichts sehen. Ich will sehen, ob jetzt was spawnt oder nicht. Spawn oder nicht. Er schaut ja, gut ist auf jeden Fall schon mal in der... schönen Farbtextur jetzt. Ja. Wenn du jetzt auch mal einen Schalter umlegst. Nee, das hat das halt noch nicht mehr durch. Da fiel vorne. Was runter. Da fiel was runter. Da fiel eben eine Kuh runter. Ja. Genau, den Schaden müsstest du ja noch haben, ne? Nein, der ist da drin. Okay, hast du nicht bekommen. Also jetzt hast du ihn gerade rausgenommen. Aha, okay. Irgendwas. Ich dachte, früher war das mal so, dass du den Schaden behalten hast. Wirklich? Da konntest mehrere Spawner mit denselben machen, ja. Okay. Dann machen wir nur einen. Egal. Über die Kühe können wir jetzt nicht nehmen, um den weiter zu dehnen. Nein. Aber das... wir können die Kühe jetzt hier schlachten. Tante Emma. Also kommen jetzt immer Kühe wieder danach dazu und du kannst dann immer schlachten lassen. Genau, ja. Wir brauchen diesen Big Slime noch, haben wir uns gedacht. Ja, genau. Das, die ganze Verkabelung ist ja unten drin da. So, und hier kam eben gerade die Farm, der Eisenbahnzug vorbei. Eisenbahnzug, ja. Tolles Deutsch. Genau, und da kommt ein Zug. Hol dem alles schon ab. Ja, da kann ich dem Zug eigentlich schon mal das ganze Kuhfleisch geben. Gesehen hatte ich das noch nicht. Ja, hier unten kommen die Leitungen von dem Slotcheringhaus. Wird hier in die zwei Bäres aufgeteilt, in Big Slime und in Meat. Ah ja. Big Slime wird gespeichert. Meat wird dann in diesen Meatbäcker, da wird dann Fleisch gemacht, rohes. Ah. Das rohe Fleisch wandert gleich in den Ofen. Von Ofen gleich oben zum Zug. Damit der das nach Hause tritt. Und das Raw Beef können wir eigentlich auch hier gleich durchlassen. Ja. Mal gleich raus, ne? Ja. Mann, der braucht jetzt ein bisschen. Aber irgendwie kommt da keine Kohle an. Ja. Doch, Kohle ist drin. Ja, aber nur 50 und kein Stack. Keine Ahnung, was hast denn du eingestellt? Wir hatten eingestellt 127. Oben ist doch Kohle drin in der Kiste. Ja, wo geht jetzt Kohle rein? Unten oder Seite? Seite. Ja, ist eigentlich eingestellt. Ja, warum geht das da nicht? Aber Kohle kannst du auch von unten zufügen, glaube ich. Eigentlich war es immer Seite. Insert 1.
In and out. Insert. So. Irgendwie geht in den Ofen nichts rein. Jetzt ist gerade die Kohle aus. Ja, habe ich gerade rausgenommen. Nein, nein. Hast du gerade rausgenommen, sorry. Ja. Aber hier ist Extrakt, gell? Ja, dort oben ist Extrakt und da ist Insert. Und das geht irgendwie doch nicht. Mal Kohle mal an erster Stelle. Wenn du es versuchst, doch oben reinzulegen. Die Oberseite? Ja. Dann warten wir dazu erstmal. Wie wird Signal? Soll die Kohle von oben gleich runtergehen oder geht sie auch hier in die Kiste, bei wo ich jetzt stehe, mit rein? Nein, gleich in den Ofen. Ah, okay. Die Kiste ist ja gar nicht angeschlossen, die ist einfach Bau drin. Aber es geht nicht rein in den Ofen. Ja, merkwürdig. Egal wo es. Oben, Seite, links, rechts, es geht nicht in den Ofen. Wenn du die Kohle komplett rausnimmst. Ah, Charcoal und Kohle, deswegen. Ah, die Meister waren wieder an der Magie. Ja, ja, zwei verschiedene Sorten. Hast du unten umgestellt? Ja. Da die Seite passt. Ja, jetzt funktioniert das Ganze natürlich auch. Ja, natürlich, Kohle und Charcoal passt halt nicht zusammen, gell? Nee. Da müsst ihr Kraus nehmen, ja, mit nach. Nee, stimmt, wir haben ja von der Farm kommt ja nur Charcoal. Holzkohle und keine. Ja. Stimmt, dann können wir da eigentlich. Ja, hier kannst du sagen, dass er einfach alles auflädt, was in der Kiste ist. Ja, musst du. Ja, ist ja. Mal hier unser Schotter abladen. Nicht mehr braucht. Ich hab dir auch noch mal ein bisschen was mitgebracht für die Kühe. Was? Bisschen. Weizen. Stroh. Oder Heuballen. Oh, ja. Werden sie sich aber freuen. Musste in ihren Käfig reinstellen. Damit sie es schön gemütlich haben. Auf dem Boden. Ja, auf dem Boden. Statt dem Boden. Tja, die werde ich schlecht. Wie lange haben wir schon Miet? Naja, 1,9. Eigentlich könnten wir jetzt schon Bing Slime machen und dann mit dem Spawner spawnen lassen, aber wir machen das auf der Wege. Genau. Haben wir ja Zeit. Wir können natürlich jetzt noch zwei Kühe organisieren, nochmal vermehren. Können wir ja dann offline machen wieder. Ja. Und den dann zu weiter. Und sterben gleich. Ja. Brauchen wir mal zwei frische Kühe. So, da kommt wohl dann auch Unkraut raus. Ja, ich glaube, dass man da zwei frische braucht. Wo sollen die hin? Ja, warten, ich hab da schon mal. Mal hier Tischlager, eine habe ich schon. So, du hast die per Dings. Hast du auch schon eine, oder? Nee. Nee, ich muss ja erstmal. Golden Lasso. Nur meine Kuh finden. Ich will das doch schon nehmen, aber da kommt nicht so weiblich rüber. Boah, ey. Woher willst du wissen, dass das eine männliche Kuh ist, hier oder unten drin hast? Weil, wie nennt man eine männliche Kuh? Ochsen. Ah, ist Ochsen. Hier. Drin muss eine Kuh sein. Tante Emma. Tschüss. Emma haben wir mitgenommen. Jetzt haben wir zwei Kühe. Hast zwei? Ja. Du hast ja schon eine und ich habe jetzt eine und dann müsst passen. Ich habe auch gleich eine noch. Ja, passt auch Tante Emma. Der Emma, Onkel Olli. Und Onkel Fried. Genau. Alle auf einen Haufen. Und dort hinten kommt auch Ed. Man nennt ihn noch Daniel. Und er muht den ganzen Tag durch die Gegend. Die werden dann schön baren. Mein Gott, Weizen kann man sie gleich baden lassen. Weizen steht ja hier vorne. Ja, das ist ja schon abgepackt. Oh, Kinderliebe. Yeah, Kinderliebe. Juhu. Create Took House. Cool.
Reach. 200 Sekunden. Aha. Das wird auch angezeigt. Mein Gott. Die können aber nicht auf. Ich muss mal eine Kuh töten und mal gucken, ob die gezählt wird. Normalfall glaube ich nicht. Kann ich denn das rausnehmen? Nee, wird nicht gezählt. Also kannst du nicht damit. Kann man nicht damit bescheißen, wie man so schön sagt. Nein. Leider nicht. Boah. Die Kuh ist Kraut. Du stehst da ungünstig. Ja, die kackt. Irgendjemand kackt mir Kühe auf den Kopf. Kackt Kühe im Kopf. Hilfe, Angst. Die Menschen wollen mich umbringen. Emma, du musst sterben. Hey, Gerda, ja. Stepp. Sie entkommt immer wieder. Oh. 1,9 hatten wir früher, Flametz. Mikrofon activated. Ja. Gut, dann hätten wir das geschafft, mal soweit. Das kann halt mal ein bisschen laufen hier. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ja, so muss das eben sein. Kühe sterben. Ja. Immer ein Schwef, die wir sehr immer so gerne essen. Ja, hey, ich esse es eh. Da haben wir jetzt eine neue Hauptspeise. Letztendlich bringt die Farm ja zwei Nahrungsprodukte. Nee, mit den Sludgerdings ja nur Raw Beef. Oder Cooked Meat halt. Achso, stimmt. Das andere wird ja nicht produziert, aber wir haben ja trotzdem Holz. Das geht nur, wenn du den Grinder hast, dann geht's. Ja, Mai. Oder eben die Hand. Ja. Hand des Todes. Cool, du stirbst. So, na, der Zug sollte dir jetzt alles abholen. Er ist fleißig am Beladen. Fand ich so unlogisch. Hauptsache man kriegt der Kau-Aspekt irgendwas. Wer damit? Ja, das habe ich ihm mit reingetan. Habe ich beim Töten bekommen. Bratz. Das für ein Mod. Bratz, irgendwas kacke. Bin doch kein Schwein hier. Tja, ich auch nicht. Und ich supporte dieses Modpack. Somit ist das sehr gut. Immer gut, wenn man da nicht weiß, was man tut, gell? Ja, weiß ich nie. Du weißt doch, ich kann nix. So. Er kann nix und davon den Haufen. Also. Drück gut, dann das haben wir mal. Ja, letztendlich hätten wir schon mal das und dann wäre dieses Thema Kumumu Farm eigentlich erstmal soweit abgeschlossen. Oh, erstmal abgeschlossen, genau. Aber wir können die jetzt mal umtun, damit die anderen Kühe dann sind. Damit wir unseren Schaden dann erhöhen können. Achso. Ja. Und ich geh mal den Spawner da rausnehmen. Das spawnt eh keiner mehr in der Nacht. Die zwei Kühe brauchen wir. Und den Grinder abschalten. Den an. So. Ach, das ist die Futterstation, der erste Schalter, oder? Genau, ja. Boah, ey, ich kann keinen Warp-Hund mehr adden. Der Speicher ist voll. Relocator, wie viele sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Leben bleibt drin. Bei 10 Stück hat er keine Lust mehr. Oh. Dann müssen wir eben Bill was löschen, was ich sowieso nicht brauche. Pink Slime kann man zum Beispiel löschen. Haben wir hier Kumumu Farm noch hinzu. So, genau. Dass ich die hier schön ordentlich vermehren. Wachsen und gedeihen. Ja. Es werden viele kleine Kühe rauskommen. No? Naja, was meinst du dazu? Oder so. Emma. Ja, schau mich nicht so an. Gut, dann würde ich sagen, dass das wieder für die Folge war, oder? Ja, fast so. Und nächste Folge werden wir uns wieder was Schönes ausdenken. Genau. Dann sind wir mit den Kühen dann schon durch. Da kommen dann die Schweine dran.
Ich komm da nicht weiter dann. Bis gleich weiter waren mit der nächsten Farm oder wie? Mal gucken. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und haut rein. Tschüss.